Ich würde gerne noch mal verweisen am Anfang darauf, dass das hier durchaus die Woche sozialpolitischer und arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen ist. Neben anderen wichtigen natürlich, die wir auch nicht unterschlagen wollen. Aber wenn man mal genauer hinguckt, es geht ja nicht nur um das Bürgergeld in dieser Woche. Am Mittwoch hat die Koalition das Wohngeld-Plus-Gesetz eingebracht. Es wird heute, an diesem Donnerstag, unter anderem noch gehen um den sogenannten Dezemberabschlag, der ja auch zumindest sozialpolitische Aspekte hat. Außerdem die Erhöhung des Kindergeldes und ein Inflationsausgleich soll geschaffen werden für die Bürgerinnen und Bürger. Also jede Menge Themen auf diesem Sektor in diesen Tagen hier im Deutschen Bundestag. Und die ganze Gemengelage beim Bürgergeld, Hans-Werner Fittgau, haben Sie gerade schon hinreichend erklärt. 68 Minuten Debatte wird es da gleich geben im Plenum. Und wir haben noch 14 Minuten Vorbereitung auf diese Debatte. Und ich freue mich, dass bei uns sind Dagmar Schmidt, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, und Hermann Gröhe ist da, der dieselbe Funktion in der Unionsfraktion hat. Ihnen beiden einen guten Morgen. Und Frau Schmidt, es wird viel geredet über Regelsätze, über Sanktionen, über Schonvermögen. Das sind alles wichtige Aspekte beim Bürgergeldgesetz. Aber was sollen Sie eigentlich erreichen mit dem Vorhaben? Ja, ich glaube, dass der zentrale Paradigmenwechsel ist der, dass wir nicht mehr drauf gucken, die Menschen irgendwie mit hohem Druck schnellstmöglich in Arbeit zu bringen, in irgendeine Arbeit, sondern dass wir gucken, dass sie nachhaltig, langfristig in Arbeit kommen, dass wir sie qualifizieren, darin unterstützen, auch gute Arbeit zu machen, dass wir sie begleiten und dass wir eben nicht mehr diesen Drehtüreffekt haben wollen, schnell in irgendeine Arbeit und dann schnell wieder im Jobcenter, sondern dass wir wollen, dass sie ihren eigenen Weg in Arbeit gehen und dann auch in Arbeit bleiben. Und ich glaube, dass dieser individuelle Ansatz des Förderns, das ist, glaube ich, der Paradigmenwechsel, den wir heute beschließen. Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, irgendwie habe ich als Stichwort da auch gefunden, und hin zur Förderung auch Geringqualifizierter. Herr Gröhe, was spricht dagegen? Es spricht nichts dagegen und ist übrigens Praxis in vielen Jobcentern, dass, wenn ein Leistungsempfänger eine Weiterbildung machen möchte, das selbstverständlich Vorrang hat vor irgendeiner Tätigkeit. Für uns gilt Vorrang für Vermittlung. Aber bei der Eingliederung in Arbeit will die Ampel einen Haushalt beschließen, der 600 Millionen kürzt. Wir müssen doch gerade heute, wir haben 1,9 Millionen offene Stellen, 900.000 Langzeitarbeitslose, alles tun, damit Menschen Teilhabe in Arbeit erfahren, Unterstützung erfahren. Wir müssen besser werden beim Fördern, aber wir dürfen nicht nachlassen beim Fordern. Und deswegen geht das Bürgergeld in die völlig falsche Richtung. Sie meinen, Fördern ist nicht mehr hinreichend bei dem Vorhaben der Koalition? Es gibt einen Bericht der Bundesagentur für Arbeit. Interne Revision wird das genannt. Da wird kritisch beäugt, was machen eigentlich die Jobcenter? Und wenn es da heißt, in 50% der Maßnahmen seien diese nicht zielführend, dann ändert daran das Bürgergeld nichts. Doch, genau gerade daran. Nein, genau, Entschuldigung, Sie kürzen ja. Nein. Lesen Sie bitte die Briefe Ihrer Personalräte. Ja. Brandbriefe, die sagen, wörtlich, wir sind unter Tränen und wir können unsere Arbeit nicht leisten und Ihre Kürzungen seien untragbar. Genau. Wer kaltschnäuzig diese Bedenken ja heute nicht den Haushalt. Jetzt wir beschließen ja heute nicht jetzt den Haushalt, Sekunde sondern mal. Heute nein, beschließen wir ja. Hallo. Ja, genau, deswegen hallo. Bitte ich Sie zu warten, bis wir den Haushalt beschließen. Nein. Frau dann können Schmidt. Wir das alles noch mal aufnehmen. Nein, das ist, Frau das Schmidt, ist jetzt Herr billig. Gröhe. Ich Entschuldigung, ich, das ist falsch. Frau Schmidt, Herr Gröhe, jetzt habe ich gesagt, jetzt kommen Sie nicht mehr durch, weil ich jetzt auch einfach weiterrede. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt haben Sie mein Interview umgekrempelt. Ich wollte sagen, das macht aber nichts, weil ich wollte zu dem Punkt ohnehin. Nur wenn Sie sich gegenseitig ins Wort fallen, kommen wir auch nicht weiter. Ich habe zwar gesagt, Sie können aufeinander reagieren, aber da muss halt immer nur einer reden. Jetzt, Frau Schmidt, kommen wir zu dem Punkt von Herrn Gröhe. Und jetzt darf ich Sie bitten, irgendwie da direkt drauf Bezug zu nehmen. Genau, weil erstens ist natürlich genau das Fördern das, was wir in den Blick nehmen. Durch diesen Kooperationsvertrag, durch diese Kooperationsvereinbarung, die wir machen wollen, ist ja genau das zu gucken, individuell, was braucht diese Person, was braucht der arbeitslose Mensch, um wieder in Arbeit zu kommen. Und wir haben die Möglichkeiten der Unterstützung deutlich erweitert. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dreijährige Ausbildung zu machen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, auch Grundbildung noch mal ganz anders nachzuholen. Wir haben das, was wir ja gemeinsam gemacht haben beim 16i, nämlich ein begleitendes Coaching. Das müssen Sie kurz erläutern, weil 16i das die heißt sozialer Arbeitsmarkt. Und wir haben für den sozialen Arbeitsmarkt gemeinsam ein Coaching, ein begleitendes Coaching als Instrument geschaffen, dass die Menschen unterstützt werden darin, auch diesen Weg zu gehen. Und das hat sich als sehr gut erwiesen. Das haben wir jetzt sozusagen auch für die anderen Möglichkeiten, wenn man eine Ausbildung macht, erweitert. Also sozusagen das ganze Repertoire an Unterstützung ist deutlich erweitert. Und es wird eben genau dadurch, dass wir den Vermittlungsvorrang abschaffen, auch die Möglichkeit gegeben, gut. das zu tun. Was den Haushalt anbelangt, möchte ich Herrn Gröhe bitten, doch abzuwarten.
warten, bis wir den Haushalt beraten, weil wir dann danach noch mal drüber reden können, ob dort gekürzt wird oder nicht. Wir beraten derzeit den Haushalt und Sie haben einen Haushalt eingebracht, der massiv kürzt bei der Eingliederung in Arbeit. Und davon hat sich niemand klar distanziert. Die Jobcenter-Personalräte sagen händeringend, das ist unverantwortbar. Und es nützt eben nichts, ein Coaching ins Gesetz zu schreiben und beim Coaching und bei der Vermittlung 600 Millionen zu kürzen. Und im Übrigen reden Sie mit den Praktikerinnen und Praktikern aus den Jobcentern, die sagen, für die hartnäckigen Verweigerer jeder Kooperation braucht es dringend die Möglichkeit, Mitwirkung auch durch Leistungskürzung durchzusetzen. Und genau deswegen haben wir das ja auch. Und das wollen Sie nicht? Nein, doch, das schaffen Sie weitestgehend. Nein, das stimmt nicht. Nein, entschuldigen Sie, ja, Sie fallen mir dauernd ins Wort. Falschen Behauptungen, nein, die wir jetzt also, seit Wochen hören. Jetzt bitte ich aber mal festzustellen, wer hier dauernd ins Wort fällt. Ja. Es gibt eine Ampelangst vor Argumenten und deswegen wird gebrüllt, beleidigt und schon auf dem Schulhof weiß man, das Wort Hetze, das Wort Lüge, das haben Sie von uns Sozialdemokraten nie gegenüber gehört. Und das war hier im Plenum zu hören und öffentlich von Ihrem Parteivorsitzenden. Und dann glauben Sie im Ernst, durch Arroganz der Mehrheit im Bundestag gewinnen Sie eine Mehrheit im Bundesrat. So. Sie verweigern uns die Anhörung des unmöglich. Bundesrechnungshofs. Es ist eine unterirdische Kultur und Sie fallen mir dauernd ins Wort. Jetzt weil Sie keine Argumente haben, haben Sie schlechtes Benehmen. Jetzt müssen wir es mal systematisieren. Also mit dem schlechten Benehmen, nach dem, was Sie an Falschbehauptungen in den letzten Wochen in die Welt gesetzt haben, das ist schon atemberaubend. Man muss das Ihnen aufzählen. Soll ich Ihnen aufzählen, Wahnsinn. Wo es bei Ihnen Falschbehauptungen gibt? Ununterbrochen wurde der Eindruck erweckt, wir seien gegen höhere Regelsätze. Sie können heute dafür stimmen. Sie werden heute gegen höhere Regelsätze stimmen. Und das müssen Sie ab morgen erklären. Sie müssen den Widerspruch den Menschen erklären, warum sie gegen den Mindestlohn gestimmt haben, warum sie nicht auf eine Erhöhung auf 12 Euro unterstützt haben, damit genau die Menschen, die wenig verdienen, mehr haben, damit die Geringverdiener unterstützt werden, damit genau dieser Abstand zwischen einem Regelsatz und einem Einkommen größer wird. Und dann, da haben Sie dagegen gestimmt. Und jetzt sagen Sie aber dort, wo wir den Regelsatz erhöhen, wo sozusagen der Abstand dann wieder geringer wird, das müssen wir jetzt sofort machen. Natürlich machen wir das, aber wir machen das im Gesamtpaket. Wir machen das eben mit dem Stärken des Forderns. Wir machen das eben mit der Erhöhung des Regelsatzes. Wir machen das alles gemeinsam so mit dem Fortschreiben der Dinge, die auch wichtig sind für die, die gearbeitet haben und die sich schon etwas aufgebaut haben, die sich schon etwas geschaffen haben. Damit, dass wir das, was wir auch gemeinsam gemacht haben in der Großen Koalition, nämlich, dass wir eine Karenzzeit für diejenigen haben, die schon etwas geleistet, die sich etwas geschaffen haben, dass die nicht gleich alles verlieren. Alles das ist sozusagen ein Gesamtpaket und über das Gesamtpaket reden wir dann auch gerne mit den Ländern. So, und jetzt haben wir es, glaube ich, jetzt haben wir so ein bisschen Ruhe reingebracht. Da verstehen die Leute ja auch viel mehr. Herr Gröhe, wenn Sie direkt noch mal erwidern wollen, ich würde dann gerne einzelne also Punkte dann auch noch. Also wir haben keinen Zweifel daran gelassen, dass wir für 12 Euro Mindestlohn sind. Wir halten die Entmachtung der Sozialpartner von Gewerkschaften und Arbeitgebern für falsch. Zweitens, dass es ein Problem gibt, das räumt Herr Gabriel ein, ehemaliger SPD-Vorsitzender, der davor warnt, es lohne sich nicht mehr zu arbeiten. Das erklärt der Bundesrechnungshof und das erklärt Christian Lindner, wenn er sagt, die Erhöhung der Regelsätze mache zwingend eine Erhöhung des Grundfreibetrages erforderlich. Es geht uns darum, übrigens auch die Bundesagentur für Arbeit schlägt ein schrittweises Inkrafttreten an, jetzt sicherzustellen, dass am 1. Januar höhere Regelsätze gezahlt werden. Das ist ein kluger Kompromiss, dem sich die Ampel verweigert. Wir haben ja ein schrittweises Inkrafttreten, indem wir zum Beispiel die Dinge, wo der Jobcenter sich darauf vorbereiten muss, die sind erst sozusagen für den Sommer vorgesehen. Aber darauf muss man sich eben vorbereiten. Und zum Vorbereiten, das wissen Sie auch, braucht man eine gesetzliche Grundlage. Und genau deswegen schaffen wir die zum 1.1. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Ampel in den letzten Wochen einen Versuch unternommen hätte, sachlich über die grundsätzlichen Webfehler zu diskutieren. Bereits in der letzten Woche wieder fällt sie mir ins Wort als Beitrag zur sachlichen Diskussion. Das nenne ich schlechtes Benehmen. Also, wir haben, die Länder der Union, haben vor einer Woche der Koalition ihre grundsätzlichen Kritikpunkte übermittelt, um die Chance einzuräumen, uns ein Vermittlungsverfahren zu ersparen und es vor dem Bundesrat zustimmungsfähig zu machen. Das hat die Ampel nicht genutzt. Na, das stimmt ja nicht so ganz. Es hat ja Reaktionen gegeben darauf. Es hat ja Vorschläge gegeben. Ich habe das nicht zu bewerten. Die Länder werden das bewerten. Die zentralen Kritikpunkte von Sanktionen bis Schonvermögen werden in dem Entgegenkommen dem Vermeintlichen überhaupt nicht adressiert. Also das stimmt nicht. Und deswegen, wir sind in einem Zeitplan, der knapp ist. Das gebe ich Ihnen zu.
1. Januar ist knapp, aber es war der Kabinettszeitplan der Ampel. Es war der Parlamentszeitplan der Ampel. Und jetzt versuchen Sie damit, uns unter Druck zu setzen, weil Ihnen die Argumente ausgehen, beleidigt Herr Klingbeil. Frau Schmidt. Also stimmt ja wieder nicht. Es stimmt ja einfach wieder nicht. Wir haben ja übers Wochenende sind wir auf den Bundesrat zugegangen, haben Kritikpunkte aufgenommen. Und das Übliche ist, dass es darauf dann sozusagen eine Reaktion gibt und man dann sagt, was Dankeschön, dass ihr auf uns zugekommen seid. Das und das sind noch unsere Anliegen. Leider sind die Gesprächsangebote, die wir gemacht haben, nicht angenommen worden. Das kennen wir aber schon. Und insofern hoffe ich, dass wir jetzt eine muntere Debatte haben werden, aber dass danach alle wieder zur Vernunft kommen und wir dann wirklich diese sachliche Debatte mit den Ländern führen können, damit wir am 1.1. für die Menschen was Gutes hinkriegen. Wo muss es sich denn an Ihrer Meinung nach, Herr Gröhe, bewegen, dass da vielleicht auch noch mal Bewegung reinkommt? Der Zeitraum ist ja in der Tat jetzt relativ eng. Der Zeitplan ist der Zeitplan der Ampel. Wir haben die Kritikpunkte benannt als Unionsfraktion, die Arbeitsministerin und Arbeitsminister der Union. Ich habe die drei zentralen Punkte: Schonvermögen, Karenzzeit und den weitestgehenden Verzicht auf die Möglichkeit von Leistungskürzung ausdrücklich genannt. Und in diesen Bereichen wird nichts geändert. Es sind andere Punkte. Reha, da greifen Sie Vorschläge der Unionsfraktion auf. Das ist in Ordnung. Aber in den zentralen Kritikpunkten gehen Sie nicht auf die Länder zu. Und das haben Sie zu verantworten. Und deswegen, ich rate mal jetzt langsam, die Beleidigung einzustellen. Wenn es zu einem Vermittlungsverfahren kommt, sollte man nicht vorher Schutt wegräumen müssen, weil man persönlich herabsetzend Unionspolitiker als Trump, als Lügner, als Hetzer bezeichnet. Solche Töne haben Sie von niemandem gegenüber Hubertus Heil oder Lars Klingbeil gehört. Es ist einzig und allein die Ampel, der die Argumente ausgegangen sind. Muss man vielleicht für den Hintergrund noch erklären, allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die da der direkte Bezug fehlt, der Hintergrund waren Behauptungen, die es gegeben hat, oder Aussagen aus der Union, dass man mit ALG II, mit Hartz IV besser leben kann, als wenn man tatsächlich arbeitet. Da gibt es allerdings natürlich Studien, die das Gegenteil belegen. Und da gibt es, glaube ich, auch Einzelne, die mittlerweile einräumen, dass das dann in der Tat nicht ganz so stimmt. Nein, es gibt unterschiedliche Studien. Einige sind zurückgezogen. Es ist sehr kompliziert zu berechnen, weil es mit Wohnort, Miete, Wohngeld bezieht. Genau. Übrigens, der Arbeitnehmer, der solche Hilfen in Anspruch nimmt, muss dies im Einzelnen beantragen, im Einzelnen Bedarf nachweisen. All das, was man in anderen Fällen für unzumutbar hält. Aber entscheidend ist doch, von Sigmar Gabriel bis zu Christian Lindner sagen alle, das Problem existiert wirklich. Und das einfach in Bausch und Bogen als Hetze abzutun, ist unanständig. Und Entschuldigung, der Vergleich mit Herrn Trump, der eine Abwahl nicht anerkennt, dessen Fans das Parlament stürmen durch Herrn Klingbeil, ist das ein Angebot zum Kompromiss? Das ist die Angst vor Argumenten durch billige Sprüche. Ja, aber jetzt sagen Sie nicht, dass die Union teilweise nicht polemisch sein kann. Vergleichbare Beleidigung, ganz sicher nicht. Wir haben im Grunde keine. Genau, jetzt werden wir als Hunde bezeichnet. Frau Schmidt, das Benehmen der Sozialdemokraten ist kein Kompromissangebot. Ich habe das Gefühl, dass wir leider wieder nicht in der Lage sind, über die Sache zu reden. Also Sie können wir ja leider gar nicht ausreden lassen. Ich glaube, Sie haben, trotz dass ich ein paar Mal deutlich machen musste, dass Sie etwas erzählen, was nicht stimmt, genug Zeit gehabt, Ihre Punkte zu machen. Insofern glaube ich, dass das schon... Frau Schmidt, Herr Gröhe, jetzt müssen wir leider aufhören. Wehleidig sein müssen an der ich Stelle. Ich bin nicht wehleidig, jetzt müssen wir leider aufhören, weil nämlich jeder Sekunde hier der Gong ertönen wird. Und weil wir heute pünktlich im Plenum sein wollen, aus verschiedenen Gründen, sage ich Ihnen vielen Dank, Frau Schmidt. Der Hermann Gröhe ist schon auf dem Weg. Vielen Dank auch Ihnen. Das war ein Vorgeschmack, meine Damen und Herren, auf das, was Sie gleich hier 68 Minuten lang im Plenum erwarten können. Da wird es gewaltig hin und her gehen, sage ich mal vorsichtig.